Ich soll Ihnen die... Erik! Pauline! Aber was machst du denn hier? Ja, und du? Ich wohne hier. Du wohnst hier? Sagen wir es mal so. Jemanden, den du sehr gut kennst, hat mir deine Adresse gegeben. Wer? Das soll ich nicht sagen. Egal, ich werde es schon rausfinden. Ja, dann bin ich mir sicher. Ich liebe dich. Daran zweifelst du doch nicht. Nein, natürlich. Gut, also vergiss, was der Mann gesagt haben mag. Du darfst nie wieder daran denken. Niemals, das ist wichtig. Versprich mir das. Was? Schade, Sie haben sich für ein sehr außergewöhnliches Modell entschieden. Ja, Pech. Der Auftrag ist gecancelt. Ich wiederhole, gecancelt. Gehen Sie auf keinen Fall zu ihr. Oh, das wird allerdings schwierig werden. Wieso denn? Ich bin bereits vor Ort. Och, dann gehen Sie wieder. Das wäre sehr, sehr unhöflich. Ja, warum denn? Ich bin zum Essen eingeladen. In welchem Bereich berätst du? Und arbeitest du für eine spezielle Firma? Nein. Ich klopfe an jede Tür. Aus! Verheimlichst du mir was? Ich hasse es, angelogen zu werden. Das weißt du genau. Das macht mich verrückt. Psst. Halt! Das gehört mir. Das sind meine Sachen. Wieso hast du eine Tasche mit meinen Sachen? Mit den Sachen, die ich bei Hippolyt gelassen habe. Bist du sicher? Ja, bist du denn sicher? Sag mal, warst du etwa in meiner Wohnung? Bist du etwa bei mir eingebrochen? So, du bist doch irre. Das ist doch total krank. Wir müssen sofort die Polizei rufen. Meinen Schlüssel hat er auch. Was? Du Schwein! So, jetzt hör mal zu. Jetzt reicht's. Hört auf, mich für dumm zu verkaufen. Alle beide! Woo! Bye, bye, baby, baby, goodbye. Bye, bye, baby, lass mich rein. Ich melde mich. Hallo, Barbara, bist du ein Freisinn?